So Leute, es wird mal wieder Zeit, den kleinen Lukas zu pranken. Und da im Hintergrund seht ihr schon was. Das hier sind einfach fucking 350 Klopapierrollen, die ich eben eingekauft habe und mit Mühe und Not so gerade in mein Auto bekommen habe. Für fucking 100 Euro eingekauft und damit habe ich jetzt was ganz Bestimmtes vor. Ich habe jetzt hier den ganzen Kladderadatsch hochgetragen, ey. Das war schon ganz schön anstrengend. Und jetzt geht's ab in Lukas Bude. Und der ist natürlich nicht da. Und wird gleich auf jeden Fall, wenn er irgendwann mal nach Hause kommt, eine schöne Überraschung geben. Lukas kommt frühestens in einer Stunde. Das heißt, ich habe ordentlich Zeit, jetzt was Geiles zu basteln. Und schaut einfach zu und lernt aus. Der nächste Stapel und es wird auf jeden Fall schon mal. Ich habe mir das Ding selber in die Fresse gehauen. Instant Replay, wenn man es sieht. Sehr wackelige Konstruktion, aber ich bin der beste Architekt der Welt. So Freunde, ich bin echt schon... Oh shit. So Freunde, ich bin echt jetzt schon eine halbe Stunde dran. Bin immer noch nicht ganz fertig, aber gleich. Und das hier muss ich jetzt noch verbauen. Und da kommt auch noch mal eine schöne fette Wand hin. Ich bin so am Sweaten. Schon eine halbe Stunde dran, aber jetzt noch mal Gas geben. Pakete voll, dann ist es endlich geschafft. Drei Pakete. Scheiße, fuck, es kommt mir entgegengeflogen. Es ist eine sehr. Oh shit. Oh shit, Freunde. Freunde. Die Tat ist vollbracht. Ich habe genau 40 Minuten gebraucht. Ich hätte gedacht, ich krieg das viel schneller hin, ohne Witz, aber 350 Toiletten. Papierrollen haben es doch in sich. Also ich zeige euch noch mal kurz, wie es aussieht, wenn Lukas hier reinkommt. Sheesh. Da oben sind sogar auch noch Klopapierrollen. Ja, wenn er reinkommt, dann sieht er erstmal, dieser Ruhrturm. Diese Pyramide, brutal. Noch eine Wand, dahinter Fred. Der Burj Khalifa, maßstabgetreu nachgebaut. Leute, sogar da oben habe ich eine Klopapierrolle versteckt, ey. Ob er die jemals finden wird. Und dann auch hier, da habe ich mich natürlich technisch übertroffen. Hammer. Wer schenkt seinem Kollegen einfach mal so random, weil nichts ist, für 100 Euro ein Geschenk? Das sind zwar 350 Klopapierrollen, aber hey, kann man gebrauchen. So, und jetzt habe ich hier noch was ausgedacht. Und zwar habe ich hier noch ein Plakat von, was ist das eigentlich? Jon Snow müsste Game of Thrones sein, ja? Bin ich so ein Typ, der sowas guckt. Ich feiere House of Cards. Ich meine, er feiert ja Game of Thrones, also wird er das auch feiern, was ich hier vorhabe. Hier ist auch ein schönes Game of Thrones Plakat. Hey Leute, ich komme ja mit zu ausrasten. Hey Lukas, ich kaufe dir ein neues Plakat. Mach mich jetzt mal bereit. Ich verstecke mich hier hinter der Tür. Ich hoffe, er merkt es nicht. Check. Die Kamera ist auf Sendung. Lars ist auf Sendung. Check. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Licht muss ich noch ausmachen. So Leute, bis gleich. Ich verstecke mich jetzt hier hinter. Ciao. Wünsche mir Glück. 6,5 Stunden später. Ah! Alles Gute nachträglich. Ey, was ist das? Ich dachte mir, da du in letzter Zeit so viel Durchfall hast, komme ich. Oh mein Gott, Alter. Das hat so lange gedauert, Mann. Alter, sind das 1000 Rollen oder so? 350 Klopapier heute, Mann. Aber Game of Thrones, Mann. Das ist doch mein Poster. Ja, ich hatte es gefunden. Viel Spaß. Jetzt aber mal ehrlich, was soll ich mit den ganzen Klopapierrollen jetzt? Für dieses Jahr hast du ausgesorgt, würde ich sagen. Also da spalten? Ja. Das ist ein Geschenk dann von dir. Dann würde ich nicht mehr einkaufen gehen. Oh Mann, ich hasse es so. Was, ey. Oh. Ja, du dachtest... Haduken! Oh shit. Ja, du dachtest, wir machen keine Pranks mehr, aber jetzt... Ja, ich dachte, wir sind schon um die Ecke hinweg, Mann. Das ist ja leider nicht sonderlich stabil, das Ganze. Ja, den Tower hau ich nicht, weil das ist sehr viel Firma. Dein Plan war, dass die Firma in meinem Zimmer rumstehen. Ja, das ist übrigens ein 1:100 Modell vom Burj Khalifa.
Das wäre nur Mia Khalifa. Mia Khalifa. Jesus, Alter. Leute, es hat geklappt, ey. Was hat geklappt? Ja, ich dachte, ich verkack das mit dem Aufbau. Der ist immer die ganze Zeit umgefallen. Du hast hier wahrscheinlich stundenlang das aufgebaut. Daumen hoch, Leute, und dann prank ich Lukas nochmal. Wenn du sowas nochmal machst, ist dieser Kanal zu Ende. Boom! Gib mir schon Ding eine Kopfnuss, Alter! Oh. Diese eine Klopapierrolle wird er nie finden. Was für eine? Ich meine ganz ehrlich, die Klopapierrollen kann man noch benutzen, das ist echt. Ja, das ist keine Verschwendung. Das ist eigentlich nett von dir. Also eigentlich hast du dich selbst geprankt. Du hast mir einfach nur Klopapierrollen geschenkt fürs ganze nächste Jahr, also danke dafür. Gerne, gerne. Dann gehe ich direkt mal eine Runde scheißen, Alter. Dankeschön. Kobe. Weißt du, das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Jetzt ist es eh egal, was du machst. Was denn? Sehen. Sieht sogar noch brutaler ohne das Poster. Okay, oh. Also, das den ist ein... schön, darauf freue ich mich schon. Ey, ich hab. Es gibt einfach seinen Lowkick, Alter. Junge. Oh shit. Was ist das? Leute. Hey, Rhodes, Alter. Ich komm nicht klar. Hey, es sieht aus, als ob es hier geschneit hätte. Ja, es hat Klopapier geschneit. Hey, was aber ist denn da oben, Alter? Diesen einen wird er nie finden. Ja, ah, danke, Mann, du hast mir eine Freude bereitet. Das machen gute Freunde, wirklich, danke. Gerne, gerne. Ich lebe in Klopapierrollen. Ja, es funktioniert echt. Das war's mit dem Video, danke, ciao. Oh, oh shit, ich muss die Kamera. Oh, Mann. Oh, Scheiße. Oh.